Das Wort hat nun der Fraktionsvorsitzende der Linken, Dr. Gregor Gysi. Also, meine Damen und Herren von der Union und von der FDP, ich bedanke mich für Ihren langen Begrüßungsbeifall. Aber abgesehen davon glaube ich, Frau Bundeskanzlerin, mit dieser Rede haben Sie Ihre Fraktion nicht gerettet. Dazu war sie zu oberflächlich und ist auf den Kern der Probleme überhaupt nicht eingegangen. Komme ich zu einer Rede des Bundespräsidenten, die er am 24. August 2011 gehalten hat. An diesem 24. August hat er gesagt, Politik muss ihre Handlungsfähigkeit zurückgewinnen. Sie muss sich endlich davon lösen, hektisch auf jeden Kursrutsch an den Börsen zu reagieren. Sie muss sich nicht abhängig fühlen und darf sich nicht am Nasenring durch die Manege führen lassen von Banken, von Ratingagenturen. Eine härtere Kritik eines Bundespräsidenten an einer Regierung und einer Koalition habe ich selten gehört. Und Sie gehen überhaupt nicht darauf ein. Der Bundespräsident erklärt doch damit, dass die Demokratie gefährdet ist. Das sagt übrigens ein Bundespräsident erstmalig in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland seit 1949. Und ich sage Ihnen, die Demokratie ist nicht nur gefährdet, wir haben es wirklich mit Zerstörung zu tun. Ich bitte Sie, das mal zur Kenntnis zu nehmen. Wir haben es mit einer Systemkrise zu tun. Wir haben es mit einer Diktatur der Finanzmärkte zu tun. Die großen privaten Banken, die großen privaten Fonds, die großen privaten Versicherungen und die Hedgefonds machen vor nichts Halt, reißen alle noch bestehenden Dämme nieder und brechen sämtliche Tabus. Und sie haben nicht die Kraft und nicht den Mut, endlich etwas dagegen zu tun, was aber dringend erforderlich ist. Dabei geht es doch nicht nur um Länder wie Griechenland, Portugal, Spanien und Irland. Es geht um die Kernländer des Kapitalismus. Die greifen auch die USA, Frankreich und Italien an. Private amerikanische Ratingagenturen, die von großen Banken abhängig sind, stufen die USA herunter. Ich bitte Sie, das macht Ihnen gar nichts mehr aus. So mächtig sind Sie inzwischen geworden. Und seit Jahren höre ich von Ihnen, wir brauchen eine öffentlich-rechtliche Ratingagentur in Europa. Wo ist sie denn? Es wird höchste Zeit, sie zu schaffen. Es sind nicht die Linken. Es sind nicht die Linken, sondern die Finanzmärkte, die den Kapitalismus von innen heraus zerstören. Die Ratingagenturen stürzen inzwischen sogar Regierungen, wie in Irland und Portugal. Und niemand regt sich darüber auf. Früher war das mal ein Wahlrecht der Bevölkerung. Heute läuft das völlig anders ab. Wir haben es mit einer Krise weltweit der Demokratien zu tun, auch wenn Sie das nicht wahrhaben wollen, weil wir diktatorisch von den Finanzmärkten beherrscht werden. Und nun, Frau Merkel, waren Sie bei Herrn Sarkozy in Paris. Frau Merkel, hören Sie mir mal einen Moment zu. Ich möchte eine Erklärung haben. Sie haben dort mit Herrn Sarkozy ein Papier verabschiedet zum zweiten Griechenland, zur zweiten Griechenlandhilfe. Und dann höre ich in der Heute-Sendung im ZDF, dass dieses Papier wortwörtlich bis zum letzten Komma abgeschrieben ist von einem Papier des Internationalen Bankenverbandes, dessen Präsident zufällig Josef Ackermann heißt. Also genau wie der Chef der Deutschen Bank. Ich finde das den Gipfel. Da müssen Sie doch nicht nach Paris fahren. Das können Sie auch am Telefon klären, dass Sie ein Papier nur abschreiben. Nur, ich finde, das zeigt doch die Abhängigkeit. Das zeigt die Abhängigkeit. Und wir kennen das doch. Das begleitet uns doch jetzt seit Jahren. Bei der ersten Finanzkrise, die 480 Milliarden Euro, die hier beschlossen wurden im Bundestag, auf Wunsch der Banken. Die Gesundheitsreform, Herr Rösler, Sie waren dafür verantwortlich. Was haben Sie gemacht? Die Wünsche der Pharmaindustrie und der privaten Krankenversicherung umgesetzt. Bei der Atomenergie wissen wir das alles. Es waren die vier Energiekonzerne, die sich durchgesetzt haben. Sie zeigen unserer Bevölkerung, dass nicht Sie die Macht haben, sondern andere darüber entscheiden. Und das ist wirklich eine Gefährdung der Demokratie. Bekommen Sie das doch endlich mal mit. Aber ich glaube, dass Sie bei den Banken, Fonds, Versicherungen und Hedgefonds es maßlos überzogen haben. Und deshalb sind wir jetzt in einer Krise. Und wenn Sie mir nicht glauben, zitiere ich Ihnen jetzt mal ein paar andere Leute. Also Erzkonservative, Neoliberale, keine Linken. Nehmen wir mal Charles Moore, britischer Erzkonservativer, Thatcherist, der einzige offizielle Autor einer Biografie von Maggie Thatcher. Der schreibt im Telegraph vom 22.07.2011, die Reichen haben ein globales System organisiert, das allein ihnen nützt. Die vielen anderen haben zu arbeiten, um die Reichen noch reicher zu machen. Das sagt Moore, nicht Gregor Gysi, der schreibt Ihnen das. Moore würdigt plötzlich die Linken und sagt, die haben recht. Und dann haben manche gedacht, er meint die Labour Party. Daraufhin hat er sich geäußert und sagt, nein, er meint doch nicht die neoliberalen Linken wie Blair, Schröder oder Fischer, die die ganze Deregulierung organisiert haben in den letzten Jahren, sondern er meint die wirkliche Linke. Der Herausgeber der FAZ, Frank Schirmacher,
schreibt einen Artikel im Feuilleton der FAZ mit der Überschrift, ich beginne zu glauben, dass die Linke recht hat. Warum schreibt er das? Weil sie sagt, es ist plausibel, das ganze politische System nutzt nur den Reichen und schadet den anderen. Paul Kirchhoff, ehemaliger Verfassungsrichter und einst bei Ihnen, Frau Merkel, hochgeschätzter Steuerexperte, beklagt die nahezu vollständige Abhängigkeit der Politik von den privaten Finanzmärkten. Zur Griechenland-Krise bemerkt er, dass nicht Solidarität mit den Griechen herrsche, sondern ausschließlich mit den Banken. Das schreibt Herr Kirchhoff. Und er sieht ebenfalls die Demokratie gefährdet. Selbst Wirtschaftswissenschaftler wie Professor Strauper, die bisher die Märkte vergötterten, schreiben, das Marktversagen scheint doch die Regel zu sein. Er muss seine ganze wissenschaftliche Theorie umstellen. George Soros, Multimilliardär, Spekulant, König der Hedgefonds, also nur wirklich absolut auf der Gegenseite, schreibt, der Kapitalismus ist offenkundig nicht zu Reformen fähig und wird deshalb scheitern wie der Staatssozialismus. Das schreibt Soros. Warum denken Sie nicht darüber nach, was Sie verändern müssten, wenn Sie jetzt wirklich in die Geschichte eingreifen wollen? Die Milliardäre und Superreichen treten jetzt jeden Tag im Rundfunk und im Fernsehen auf und stellen sich immer hin und sagen, wir möchten gerne endlich mal eine Steuer bezahlen. Und dann sagen Sie, Frau Merkel, und Sie, Herr Rösler, ja, wir streichen gerne das Elterngeld von Hartz-IV-Empfangenden. Das haben wir ja schon gemacht. Aber von euch Vermögenden und Millionären wollen wir nicht mal einen halben Cent haben. Wissen Sie, warum die das rufen? Die rufen das doch nicht, weil die plötzlich alle so solidarisch und altruistisch geworden sind und nachts wegen der Armen auf der Erde nicht mehr schlafen können. Also da mag es ja auch eine Handvoll von geben, will ich nie ausschließen. Aber die anderen rufen das, weil sie eins begriffen haben. Es geht um ihre Existenz. Ich sagte, es ist eine Systemfrage. Und diese konservative Regierung ist nicht einmal klug genug, das zu begreifen. Wenn sie jetzt gerade zur Erhaltung der Strukturen schlauer werden, würden Sie den Spitzensteuersatz erhöhen, würden Sie eine Vermögenssteuer erhöhen. Sie hätten nicht mal Widerstand von den Vermögensmilliardären und Millionären zu erwarten. Aber Sie machen es nicht, weil Sie in Ihrer kleinkarierten Ideologie hängen und nicht begreifen, welche Fragen eigentlich auf dieser Erde und Europa anstehen. Ja, wenn Sie mir das nicht glauben, sage ich Ihnen nur zwei Zahlen. Also die Staatsverschuldung der Eurozone liegt bei 10 Billionen Euro. Und die Vermögensmillionäre der Eurozone haben ein Vermögen von 10 Billionen Dollar. Das erklären Sie doch mal den Leuten. Erklären Sie es ihnen doch mal. In Deutschland haben wir eine Staatsverschuldung von 2 Billionen Euro. Und die 10% reichsten der Bevölkerung, der reichste Teil der Bevölkerung, 10%, besitzen ein Vermögen von 3 Billionen Euro. Eine Billion Euro mehr. Erklären Sie das doch mal den Leuten. Und dann sagen Sie aber keinen halben Cent, keine Steuer, nicht mal einen Euro. Nichts wollen Sie von denen haben. So können Sie keine gerechten Verhältnisse herstellen. Die Verursacher müssen endlich für die Krise bezahlen, nicht die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Rentnerinnen und Rentner und die Arbeitslosen. Aber warum ist Deutschland so erfolgreich? Aus einem Grunde im Export, weil Sie die Löhne gesenkt haben, weil sie die Renten gesenkt haben, weil sie die Sozialleistungen gesenkt haben. Und zwar ganz erheblich in den letzten 10 Jahren, das ist übrigens auch ein Verdienst von SPD und Grünen, sind die Reallöhne um 4,5% gesenkt worden, die Realrenten um 8,5% gesenkt worden und die Sozialleistungen um 5% gesenkt worden. Das Ergebnis war, dass der Export billiger wurde. Deshalb können wir so viel nach Spanien, Portugal etc. exportieren. Dadurch können die schlechter ihre eigenen Waren verkaufen. Ja, natürlich. Sie haben keine Ahnung, wenn Sie, also dann müssen Sie noch mal in das erste Lehrjahr für Volkswirtschaft gehen, wenn Sie das noch nicht begriffen haben. Also, noch mal langsam. Und dann passiert doch Folgendes, meine Damen und Herren von der FDP. Wenn wir die dadurch ruiniert haben, dass sie immer selber weniger verkaufen können und zu uns nichts exportieren können, dann kommen Sie jetzt und sagen, wir müssen das Geld dorthin schicken. Und verstehen Sie, das begreift die Bevölkerung nicht. Was wir stärken müssen, das haben Sie nie begriffen, ist die Binnenwirtschaft. Deshalb brauchen wir, auch deshalb, auch wegen der sozialen Gerechtigkeit, aber auch aus ökonomischen Gründen, brauchen wir endlich höhere Löhne, höhere Renten, höhere Sozialleistungen, damit wir nicht abhängig sind vom Export, damit wir unsere eigene Wirtschaft hier im Lande stärken. Ja, ich kann Ihnen das ganz klar sagen. Die Reichtumspflege kostete uns in den letzten Jahren 300 Milliarden Euro. Und die Bankenkrise, was haben wir dafür bisher real ausgegeben in den letzten 3 Jahren? 300 Milliarden Euro. Das erklären Sie mal den Leuten. Die beantragen, die Toilette in der Schule zu reparieren und Sie erklären ihnen kein Geld. Aber für diese Dinge ist immer genügend Geld vorhanden. Es ist nicht nachvollziehbar.
Aber nun ging es ja in Brüssel um zwei Fragen. Also erstens, wer bezahlt die Kosten und Eurobonds? Nun haben ja die Banken gesagt, sie wollen sogar freiwillig auf 21% ihrer Anteile bei Griechenland etc. verzichten. Das klingt ja schon fast edel. Nun hat aber Ihr Wirtschaftsweiser, Herr Bofinger, ausgerechnet, die verzichten auf gar nichts. Sie haben die Zinsen so lange verlängert, bis sie daran ein Geschäft machen. Darauf kann man sich bei Banken immer verlassen. Außerdem erwähnen Sie nicht, dass die Europäische Zentralbank, eine Bank, die allen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern der Eurozone gehört, vornehmlich den deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, dass die Kredite an Banken vergibt für 1,25%. Und diese Banken geben dann Griechenland gerne Geld für 11% und mehr. Das ist abenteuerlich. Weil die machen Geld mit einer Überweisung, ohne irgendetwas herzustellen. Weder einen Stuhl noch einen Tisch. Nichts ist hergestellt. Das sind reine Spekulationsgewinne, die uns später wieder um die Ohren fliegen. Aber nun zum Eurobond. Also jetzt würde ich ja gerne mal auf die Kanzlerin zurückkommen und auch auf die FDP. Sie lehnen doch Eurobonds ab. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, nimmt doch die FDP den Mut von 40 Jahren zusammen und sagt, also wenn die Kanzlerin Eurobonds einführen sollte, verlassen Sie sogar die Regierung. Ich habe Sie doch richtig verstanden. Gut, jetzt muss ich Ihnen Folgendes erklären. Wir haben die Eurobonds. Ich werde es Ihnen ganz kurz belegen. Ja, passen Sie auf. Eurobonds heißt doch, dass man gemeinsam für die Schulden haftet. Gemeinsam für die Schulden haftet. Dass das vertragswidrig ist, ist was ganz anderes. Ich sage nur, wir haben das. Warum? Weil die Europäische Zentralbank, die all unseren Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern gehört, die Staatsschulden aufgekauft hat. Und zwar von Griechenland, Portugal, Irland, Italien und Spanien. Und zwar im Werte von 129 Milliarden Euro aufgekauft. Und von den deutschen privaten Banken und Versicherungen haben sie ein Drittel dieser Staatsschulden abgekauft. Meine erste Frage ist, wer hat das eigentlich der Europäischen Zentralbank genehmigt? Denn es war ja klar, dass das nichts mehr wert ist. Ist das nicht ein großer Fall von Untreue? Aber die zweite Frage ist, jetzt haften wir dafür gemeinsam, das kriegen Sie gar nicht weg, die Lidl-Kassiererin, Herr Ackermann, wir alle haften für diese Staatsschulden, denn sie gehören ja jetzt der Europäischen Zentralbank. Damit haben wir indirekt die Eurobonds eingeführt. Und jetzt gibt es nur noch zwei Möglichkeiten für die FDP. Entweder Sie treten heute aus der Regierung aus, weil Sie ja gesagt haben, das machen Sie in diesem Fall, oder Sie hören mit Ihrem Geschwätz auf. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Also, was muss jetzt wirklich geschehen? Die Linke wird Ihnen jetzt erklären, was Sie eigentlich zu tun hätten. Es ist, ja, es ist, wissen Sie, es ist ein bisschen nervt es mich auch, weil Sie hören so selten. Aber langsam hören Sie, verstehen Sie, immer verspätet. Also das Erste, was passieren muss, die Banken müssen auf ihre eigentlichen Funktionen zurückgeführt werden. Sie sind Dienstleistungsunternehmen für Unternehmen und für Privatpersonen und nichts anderes. Wir brauchen keine Leerverkäufe, wir brauchen keine Hedgefonds. Sie müssen das endlich regulieren. Haben Sie doch mal den Mut, sich Ackermann gegenüberzustellen und zu sagen, Schluss, wir machen das jetzt anders. Wir sind die demokratisch gewählten Volksvertreterinnen und Volksvertreter.